Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farm Together. Lang ist es her, dass ich hier reingeschaut habe, und jetzt ist es mal wieder Zeit, dass wir uns um unsere Felder kümmern. Und wir werden natürlich damit anfangen, erstmal alles abzuernten und am besten dann auch gleich wahrscheinlich neu anzupflanzen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich habe jetzt schon einige Wochen nicht mehr reingeschaut in das Spiel. Deswegen denke ich mal, haben wir heute wieder einiges zu tun und wir kriegen bestimmt eine 30-Minuten-Folge zusammen. So, ist ja alles fertig soweit hier. Dürfte auch nichts geben, was noch nicht erntebereit ist. Aber ja, fangen, denke ich mal, ganz normal langsam an. Und bevor der Sommer vielleicht vorbei ist, werden wir noch schnell die Ananas pflanzen, damit es wieder etwas Geld gibt. So, hier hinten haben wir unseren Räucherofen. Sehr gut, da könnten wir uns sogar ein bisschen was an Diamanten schon holen. Aber da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Naja, gut, 5 Stück ist jetzt nicht so der Welt, ne? Schwertfisch ist aufgestiegen. Wunderbar, ich glaube, wir brauchen Forellen. Irgendwo hatte ich, denke ich mal, Forellen reingepackt. Keulkarpfen brauchen wir auch noch, um die Aufgabe zu erledigen. Sehr schön. Ich muss dann sowieso mal schauen, was genau wir alles benötigen. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Schaut mal, hier hinten haben wir auch Keulkarpfen drin. Wie viel gibt es da? Naja, ein paar. Na gut. So, und hier glaube ich, werden wir auch gleich Mais hinpacken. Oh, wir haben irgendwas Neues bekommen. Was ist das hier? Ach, das ist Zuckerwatte. Ja, das ist diese neue Herausforderung, die wir hätten machen können. Aber die läuft, glaube ich, nur noch 3 Stunden. Ich nehme, wie gesagt, die Folge ganz aktuell auf. Und vielleicht müsste ich auch mal mein Winterkostüm hier ändern. Ich weiß gar nicht genau, warum ich jetzt hier hinten überhaupt Ananas pflanze. Das hätte ich mir eigentlich verkneifen können, aber okay. Ich glaube, mit Blumen haben wir auch eine Aufgabe gehabt. Aber dann haben wir zumindest hier hinten das erstmal alles fertig. So, dann können wir uns hier auf jeden Fall was holen. Ah, Narzissen haben wir auch eine Aufgabe. Okay, da muss ich mal schauen. Wir brauchen ziemlich viel Narzissen, ne? 130 insgesamt. Ich werde die auch nicht gießen, weil ich das nächste Mal hier wieder reinschaue, sollten die auch wieder erntebereit sein eigentlich. So, hier hat man Erdbeeren. Hops, ah, da bin ich nicht drüber gekommen. Okay, mein Digibaum ist auch erntebereit. Ich muss halt mal schauen, dass ich hier durchkomme, vielleicht mit einer Tankladung. Und dann habe ich ja, glaube ich, 4 Tankstellen, bei denen ich. Und wir können ja mal schauen. Wir haben irgendwas Neues bekommen. Neues Schaf. Okay. Warte mal, wenn ich einmal hier hinten bin, kann ich hier auch schon mal Ananas einpflanzen. Weil dann haben wir den Bereich hier hinten auch abgedeckt komplett. Ich meine, umso schneller verbrauchen wir ja unseren Benzin, ne? Aber wir machen relativ gut Geld. Wenn wir vielleicht zum Schluss noch Zeit haben,
werden wir das ein oder andere Feld noch gießen. Aber so wie es jetzt aussieht, denke ich mal, werde ich nicht gießen. Weil dadurch, dass das ja nur ein Let's Show ist, werden wir hier auch... ja, Moment. Kann ich eigentlich hier auch gleich Ananas hinpflanzen. Wenn ich hier hinten einmal bin. Dann sind die Felder ja fertig. So, die Litschi-Bäume und die Pflaumenbäume nehme ich auch noch mit. Hier hatten wir Artischocken, okay. Bleibt man natürlich bei Ananas. So. Dann werde ich natürlich meine Tankstellen abklappern. Hier hat man Bohnen, so wie ich das sehe, und Weintrauben. Die bringen natürlich jetzt nicht so viel Geld, ne? Aber auf jeden Fall können wir neue Schäfchen. Auf jeden Fall können wir neue Schäfchen platzieren heute noch. So, dann machen wir hier vorne die Ananas auch noch gleich fertig. Nicht, dass ich den Punkt verpasse, dass der Sommer vorbei ist und dann geht's nicht mehr. Obwohl, die Hälfte ist erst rum. Da sollten wir eigentlich noch gut Glück haben hier. Dann müssen wir mal schauen, was unsere Farmhelfer machen. So. Die Piranhas. Die fleischfressenden Pflanzen nehmen wir mit. Nee. So. Die sind alle erntebereit hier, die Bäume. Das ist schön. Aber wir kommen ja sowieso. Kommen wir hier an der Tankstelle vorbei. Können wir hier schon gleich einmal auffüllen. So, und dann düsen wir hier hinter. Ah, hier gibt es auch Ananas. Okay. Werde ich natürlich gleich anbauen. Müssen wir aufpassen, dass mein Sprit nicht nachlässt. Ananas ist schon Level 42. Die bringen auf jeden Fall richtig Geld schon. Aber kosten halt auch Geld beim Anbau. Aber wir müssen auf jeden Fall immer Gewinn machen, wenn wir die Ananas abbauen. So, hier hinten haben wir dann nur Zwiebeln. Na, dann machen wir ein bisschen Verlust. Ach, Knoblauch ist das hier hinten gewesen. Gut. Aber solange wie wir genug Geld haben, ist das eigentlich alles nicht so schlimm. Sehr schön, dann haben wir die Felder erstmal fertig. Wir können uns um unsere Tiere kümmern. Da können wir nämlich auch einmal Eier holen und füttern. Und die hier vorne brauchen gerade, so wie ich das sehe, die brauchen Futter. Bei den Tieren bin ich mir gar nicht so sicher, was wir da brauchen. So. Hier müssen wir einmal durchfüttern komplett. So wie ich das sehe. Nee, ich möchte gern... einmal Obst hier haben, von den Bäumen. So, dann meine Kühe, dann die zwei Esel. Butter ist noch vorhanden.
So, hier kommt natürlich wieder Gerste hin. So, warte mal, die Bäume hier hinten können wir auch noch abernten. Ach, ich wollte mal schauen, was wir für Aufgaben überhaupt haben. Aber ich glaube, hier haben wir gar keine. Nee, Zuckerwatte können wir auch nicht. Gut. Na, ich brauche unbedingt Sprit. Mal sehen, wie weit ich noch komme hier. So, dann kommt hier auch wieder Gerste hin. So, dann düsen wir gleich hier rüber zu der Tankstelle. Weil mein Benzin ist bald fast alle jetzt hier. Das ist nicht so gut. Dann werde ich erstmal nur ernten. Und mir dann ein bisschen Benzin holen. Sonst ist mein Trecker außer Gefecht gesetzt hier. Ach Mann. So. Haben wir da ein bisschen... Na, lass mich vorbei. Na, es reicht noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier Ananas zu pflanzen. Ja. So. Sehr gut. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Den Durianbaum nehmen wir mit. Ah, hier oben die Strauße sind auch fertig. Gut. Die werden wir noch auf jeden Fall. Die Eier werden wir uns hier noch holen. Und ihr braucht noch Futter. Ihr habt alle noch. So. Dann packen wir hier auch gleich noch Ananas hin. Dass das wieder voll ist. Ja gut, den Senf, den kann ich gießen hier. Dann haben wir hier Ananas. Dann haben wir hier Erdbeeren gehabt. So. Ah, das hätte ich jetzt... Das hätte ich nicht mit dem Trecker machen brauchen, ja. So, Tiere, Tiere, Tiere. Ah, hier hinten haben wir auch noch Ananas. Gut. Die brauchen alle Futter. Alles gut, alles gut. Ach, hier hinten haben wir sogar noch eine Tankstelle. Da können wir gleich Benzin holen. Wunderbar. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir hier hinten auch eine haben noch. So. Die zwei Büsche. Die zwei Büsche. Ihr wollt wahrscheinlich Futter haben. Ihr wollt sogar dreimal Futter haben. Sehr gut. Da müssen wir nochmal ganz schnell ran. Meine Pferdchen. So, und jetzt ist nämlich die Zeit für die Ananas. Für die Ananas-Ernte schon wieder vorbei. Mal schauen, was wir hier jetzt. Was wir jetzt hier pflanzen werden.
Ich glaube, wir sind dann auch komplett durch. So, wir könnten natürlich jetzt... Ne, Zuckerwatte geht immer noch nicht. Mais bringt 1500. Das bringt 2500. Der Gerste bringt richtig viel eigentlich. So, dann werden wir hier Gerste hinpflanzen. So, das holen wir uns, das holen wir uns. Dann doch Futter. Ihr braucht natürlich 9 Stunden. Und meine Strauß hier oben brauchen auch noch ein bisschen was. So. Die Eier hier hinten, die schnappe ich mir so, weil da reicht mein Farmhelfer nicht hin. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt gucken wir mal. Lassen wir dich gleich noch ein bisschen arbeiten. Dann holen wir hier Benzin. Dann nehmen wir den Apfelbaum natürlich noch mit, der hier hinten rumsteht. Und dann hatte ich ja hier schon neu angelegt. Dann schauen wir mal. So, was ist neu gewesen? Die Schafe sind neu gewesen. Oh, 90.000 braucht ihr. Okay, wir nehmen hier die Standardzäune, würde ich sagen. So. Wunderbar, dann haben wir das. Oh, hier oben die Ziegen sind fertig. Ah, da brauche ich 200, deswegen habe ich hier so viel. Alles klar. So, das eine holen wir uns noch. Da haben wir 85 schon. Dann können die natürlich gleich noch Futter bekommen. So, das waren die Gummibäume. Dann können wir hier noch was mitnehmen. Jetzt klappern wir mal ganz schnell noch unsere anderen Tankstellen ab. Die füllen sich ja Gott sei Dank relativ schnell wieder auf. So. Mangos und Granatapfelbäume haben wir hier noch. So, die können wir noch mitnehmen. Bei dem Farmhelfer können wir nichts machen. Die Maulbeerbäume können wir noch. So, die Tankstelle abklappern und die hier vorne abklappern. Und dann sind wir so weit, denke ich mal. Sind wir so weit, denke ich mal, wieder voll. Wie gesagt, die Blumen, die, naja, ich möchte hier ran und mir noch so eine Marke holen. Dann haben wir nämlich schon 11 Marken wieder. Das heißt, wir könnten schon wieder 11 Sprinkler machen. Aber ich glaube, in meinem Haus kann ich auch noch was machen. Da kann ich mal reingehen. Da ist bestimmt was fertig. Ja, guckt mal hier. So. Hinten ist nichts gemalt. Eine Eule verfolgt mich auch. So, Blumen, Zitronenbäume. Tankstelle nehmen wir mit. Ins Gästebuch wird noch keiner reingeschrieben haben. Ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn ich so unregelmäßig spiele, kann mich ja keiner besuchen hier. So, das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. So, hier haben wir noch einen Baum. Da haben wir noch einen Baum. Hier haben wir sogar noch mal Anti-Artischocken.
Da könnten wir jetzt theoretisch gesehen kommen, da packen wir einen Kürbis rein. So, den gießen wir auf jeden Fall gleich. So, Schafe haben wir angelegt. Hier fehlt uns natürlich noch ein bisschen was. Ja, 600, da brauchen wir ziemlich viel Weizen oder Gerste noch. Okay. Sind wir hier komplett durch. Schauen wir nochmal, ob unsere Tierchen was haben wollen. Die brauchen ja immer relativ schnell dann was. Ich glaube, das Haus hier hinten haben wir auch noch nicht eingerichtet, oder? So, die Ziegen, die werden wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir Glück haben, können wir da die Milch uns wieder besorgen. Ah, hier ist auch noch was fertig. Ist alles gegossen. Das waren nur die Ananas. Da habe ich ja gesagt, das lasse ich alles. Bis zum nächsten Mal ist das durch. Ja, ansonsten dürften wir ja eigentlich nichts Neues bekommen haben. Ich weiß gar nicht, waren wir hier hinten mit Pflanzen fertig? Ah ne, guck mal, hier habe ich einen Mais vergessen. Da werde ich pflanzen. Was pflanze ich denn da? Kürbisse bringen eigentlich nicht so viel. Eigentlich müsste ich hier Gerste hinpflanzen, weil Gerste bringt relativ gut. Kostet zwar auch ein bisschen was, aber ist nicht so schlimm. So. Einmal die Litschi-Bäume noch mit. Dann haben wir wieder einen Tag auf unserer kleinen Farm rumbekommen. So. Hier hinten steht noch ein Tippi. Ah, hier haben wir noch ein Feld. Himbeeren vielleicht, die sind Level 9, die bringen aber nur 300. Die Melonen bringen auch fast gar nichts. Ah, die Rüben. Ich muss mal schauen, ob was wir hier bei Quests brauchen. Hier brauchen wir Legehuhn, hier brauchen wir Keulkarpfen, Gänseblümchen, Alpinziege, weiße Narzisse, Alpaka und Forellen und Holzsteiner. Hat ziemlich viel. Dann ist das eigentlich komplett egal. Hier machen wir 200 Gewinn. Eigentlich machen wir hier mit denen am meisten. Eigentlich machen wir mit dem am meisten Gewinn. So, das haben wir. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir das kleine Feld... Wir haben ja sowieso nichts Neues. Hier ist nichts Neues, hier ist nichts Neues. Hier sehen wir auch das, was wir alles brauchen. Da können wir uns, glaube ich, gerade nichts. Wir könnten so eine Zapfsäule machen, aber als nächstes wäre ich dann eigentlich für die große Tankstelle. Wenn ich natürlich jetzt alles ausgebe... Mir fehlen noch zwei Sachen. Lagerhaus haben wir noch nicht und das auch nicht. Okay. Dann lasse ich das vielleicht doch mit den Sprinklern. Könnt natürlich hier noch so ein Geschenkeladen. So ein Geschenkelädchen irgendwo hinbauen. Da kann ich mir ja noch so einen... Kann ich das eigentlich... Klamottenladen. Wo ist das Geschenkelädchen? Handleihe. Tausche Goldnuggets ein. Buttermixer. Wie sieht denn das Geschenkelädchen aus? Nee, das ist der Blumenladen. Das hier ist das Geschenkelädchen. Brauche ich auch 5. So, vielleicht kommt das dann. Ich könnte mir ja das noch hier hinten hinpacken. Boah, würde ich gerne einen Weg vielleicht rumdrehen machen. Genau, da kann man nämlich schön Geld ausgeben. So. Vielleicht sollte ich da auch mehr bauen. Aber ich denke mal...
Ah, guckt mal, da sind wir mit unserem Benzin jetzt auch schon voll. Wir könnten uns neue Aufgaben holen. Möchte ich jetzt aber eigentlich nicht. Du bist eigentlich auch noch lange genug für uns am Arbeiten. Ihr habt schon wieder Hunger. Na, dann füttern wir euch natürlich noch. So, hier sind 20 Diamanten. So, ich habe noch 9. Ich bräuchte natürlich jetzt noch ein paar bessere Aufgaben. Ne, gießen werde ich euch nicht. Aber nochmal ganz schnell so einen Blick hier zumindest zu den Ziegen. Weil ihr futtert halt auch ziemlich schnell. Ja, das brauche ich nicht gießen. Bis zum nächsten Mal ist das definitiv alles fertig. Hier hauen wir nochmal ein bisschen Wasser drauf. Und dann sind wir, denke ich mal, durch. Ja, hier wäre natürlich auch fein, wenn wir da alles voller Sprinkleranlagen machen könnten. Wenn wir das dann irgendwann mal komplett bewirtschaftet haben. So, hier nehme ich nichts, hier nehme ich nichts. Aufgaben holen wir uns auch nicht. Okay, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Hier könnte ich jetzt sogar noch mal... Könnte ich sogar noch mal angeln. Blumen fehlen uns noch ein bisschen und Fische fehlt uns noch ein einziger. Kann ich nicht noch mal irgendwo angeln, dass ich hier noch mal einen Fisch kriege? Ah, es soll nicht sein. Na dann beim nächsten Mal. Dann beim nächsten Mal. Gut. Wunderbar. Sind wir durch? Na, hier hinten habe ich halt auch keine Fische, ne? Du kümmerst dich sehr gut um unsere Tiere. Nee. Ich denke mal, wir sind durch und ich kann mich... Wie lange machst du noch? Ja, gut. Du kriegst auch noch ein bisschen was. Ja, hier komme ich nicht drüber. Kann ich aber noch mal Diamanten holen für Obst. Dann ist das auch alles weg. Was haben wir denn? 5280 Diamanten. Und 6050 oder 6.500.000 an Geld. In dem Haus ist auch nicht fertig. Komm, wir kaufen noch 2 Marken mal. Ich hätte das vielleicht drehen sollen hier. Kann ich das nicht irgendwie... Ja. Ich kann das ja umplatzieren. So, warte mal. Warum platziert er das jetzt nicht um? Soll ja nach vorne gucken am besten. Ja, genau so. Okay. Gut, haben wir das. Die neuen Schafe haben wir auch. Angepflanzt haben wir auch alles. Dann sind wir komplett durch. Kann alles wieder schön wachsen. Und wir haben die Folge gut überstanden. Hört zu. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.